Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir spielen heute auf der Farm und wir spielen mit Jane im neuen Outfit. Wir spielen heute Künstlerin Jane. So, da ist auch schon der erste Generator. Ich habe dabei Selbstfürsorge, schnelles Schleichen, beweise dich, dass wir hier gerade sehr effektiv nutzen. Und diesen Perk, dass wenn ein Generator fertig ist, ich für ein paar Sekunden rennen kann, ohne dass man Katzsprung sieht. So, offensichtlich haben wir Ruinen. Keep going. Herzklopfen extrem. Oh! Eine Adiris. Jetzt bin ich hier fast in die Arme gelaufen. Glück im Unglück. Lalala. Oh. Hallo Totem. Nice. Hätte ich nicht flüchten müssen, hätte ich es gar nicht gefunden. Oh. Da hat es noch ein anderes Totem zerlegt. Was hatten wir denn gehabt? Aufgezehrte Hoffnung vielleicht? Ein Wunder, dass die Killerin kein DC macht. Das machen inzwischen ganz viele. So, sie hat unseren schönen Gen vollgekotzt. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Wir müssen noch ein bisschen warten. Retten oder warten? Da geht die Fäulnis auch schon weg. Okay. Schnell fertig machen und dann können wir. So, Aliris hat sich direkt ihre Blutkotze geholt. Das ist ungünstig. Ich komme, ich rette. Oh je. Kann ich retten, ohne dass ich jetzt dabei selber drauf gehe? Ah, oh, okay. Spuck mich voll. Gib mir deine Bazillen. So, jetzt bröckel ich hier vor mich hin. Es ist noch alles möglich. So, erstmal eine Runde Hustensaft aus dem Spülbecken und dann wird das auch gehen. So, da hängt ja schon wieder jemand am Haken. Aber ich bin 1 Million Meilen weit weg und hier wird aus dem Schuh geschraubt. Komm, wir nutzen Beweise dich. Oder auch nicht. Warum verlässt du mich? Komm zurück. Beweise dich ist nur effektiv, wenn wir es zu zweit mindestens machen. Mann. Oh. Oh nein. Oh. Blutkotti. Gehe ich das Risiko ein und mache den Gen fertig? Ach komm, gib ihm. Wir machen den Gen fertig. Wir machen die Atemwege frei. Oh nein. Blutkotze! Nein! Du hast mich gar nicht gesehen. So dick bin ich nicht, dass du mich gesehen hättest. Mann, ich habe doch das mit dir... Ah! Großartig. Einmal mitten ins Gesicht gesprungen. Nein, 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 nein. Nein. Ah! Okay. Das war blöd von mir. Das war richtig. Ah! Sie hat mich angespuckt. Jetzt habe ich die Grippe. Und Masern und Pocken und Lepra und alles. Ich habe jetzt alles auf einmal. Deswegen bin ich instant umgefallen. Guck meinen Po an. Ich habe wenigstens einen Arsch, Adiris. Ein Wunder, dass ihr nicht die Wirbelsäule wie so eine Ziehharmonika zusammenknackt, wenn die mich trägt. Und das war kein Fettshaming, das ist die Realität. Habt ihr mal gesehen, wie schmal Adiris ist? Das macht dann einfach so knickknack. Klappert dann einfach nur noch. So, holt mich einer. Ich gebe Signale. Hm.
sehr schön. Jeder kämpft sich mutig gegen Adi. Was? Warum gehst du denn in den Schrank? Als ob. Dankeschön fürs Retten. Und geliehene Zeit. Ist ja ein Traum. Dann humpel ich mal. Heil? 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 Danke. So, die andere ist wieder runter vom Haken. Im Moment läuft sie für uns. Noch keine Toten zu verzeichnen, aber jetzt kommt sie wieder mit ihrer Pestspucke. Das da auf dem Boden ist nur Farbe, das tropft nur aus dem Werkzeugkoffer. Das ist kein Blut. Rote Farbe. So, wir sind alle wieder vollständig geheilt. Oh, hier ist ein Totem. Aber hier rattert ein Djinn. Ich mache die Totems sonst immer sofort, aber... Oh, shit. Toll. Immer dann, wenn man loslassen will, kommt ein Skillcheck. Habt ihr mich gesehen? Hab ich bitte nicht gesehen. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ah, doch, sie haben mich gesehen. Nein. Warum bin ich eigentlich die Besessenheit von ihr? So, sie hat aber irgendwie schon wieder von mir abgelassen. Crouch, crouch, crouch ins Felde. Ich will mich heilen. Ich möchte mich sicher fühlen. Oh. Schon wieder Blutkotze. Ich glaube fast, es ist gar nicht so schlau, sich immer gleich zu heilen. Zwar muss man damit mehr Risiko spielen. Aber so kriegt die natürlich immer ihre Instant-Waffe, ne? Vor allem im Endgame kann das echt dödelig sein. Wieder einer angekratzt. Haben wir hier noch irgendwo einen Los Genos? War doch gerade noch hier. Oh, hier ist noch ein Djinn. Oh. Und jemand, der mir hilft? Ein Traum. Sehr schön. Beweise dich. Allerhöchste Konzentration hier. Nicht, dass sie irgendwie noch um die Ecke gespukt kommt und dann hier ihren zähen klebrigen alter Kotzburg verbreitet. Das muss ja nicht sein. So, the last gen. Dann. Da, mach mal du den auf. Oder auch nicht. Jetzt kommt sie darüber. Na gut, dann gehe ich hier lang. Sie geistert hier gerade herum. Oh nein. Niemand ist den Typ tot. Ah, Moment, Moment, Moment. Da war doch... Vorhin bin ich doch an einem Totem vorbeigelaufen. Das war doch hier hinten irgendwo. Ist es das vielleicht? Ja. Ach, aber sie hat sie in den Keller gehangen. Okay, das wird interessant. Aber wir wissen, wo das Totem ist und wir können uns platt machen. Ja, Mann. So, da wurde auch direkt noch einer angeschlagen. Das wird sie jetzt mächtig angekotzt haben. Diejenige, welche ist auch schon raus. Okay, du gehst retten, alles klar. Dann spiele ich hier hinten einfach mal verstecktes Backup. Na, 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 na. Na, Mist.
Sie hebt sie nicht auf. Okay, ich sehe den Killer gerade nicht. Aber dann jagt sie vielleicht die andere. Ich heile. Ich eile, um zu heilen. Oh nein! So, komm, das muss erstmal reichen. Wir könnten es schaffen, noch alle zu entkommen. Das Tor da hinten ist noch nicht ganz offen. Da fehlt noch ein Hauch. Iris spielt hier so ein bisschen Camperin. Das ist nicht so schön. Die möchte jetzt wenigstens einen Kill mitnehmen. Jetzt. Jetzt oder gar nicht. Das Tor ist noch nicht auf und ich habe keine geliehene Zeit. Oh nein! Oh, das... Oh nee! Oh shit! Ich kann nichts machen. Oh, das Tor hätte vielleicht erst auf sein müssen. Nein! Ach Mann! Wir schauen mal gleich nochmal, ob sie es schafft. Die andere ist auch runter. Oh, die andere hat den Entscheidungsschlag. Kein Grund, hier toxisch rumzuteabaggen. Das ist echt fies. Aber wir haben es alle geschafft. Schön. Wir sind alle raus. Okay, da war meine Aktion doch nicht ganz so sinnlos. Ich habe sie runtergeholt. Sie konnte den Entscheidungsschlag benutzen. Zack, raus. Gab noch einen Pip dazu. Killer hat disconnected. Also jetzt die Lobby geschlossen, deswegen immer dieser Ladebildschirm. Dieser quälend lange. Ja. Ich bin auf jeden Fall trotzdem sehr zufrieden. Wir waren eine ausgewogene Gruppe. Der Killer war uns auf jeden Fall nicht unterlegen. Und ich würde sagen, kann man mal machen. Ja, ich verabschiede mich dann. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Und bis dann sage ich Tschüsschen mit Küsschen und ciao, ciao.